Der FC Bayern München nimmt jetzt wohl das Schalke-Megatalent Asanway Daogo ins Visier. Und der deutsche Rekordmeister hat da wohl schon konkrete Pläne, wie man den U19-Nationalspieler wohl zum Verein holen möchte. Zudem gibt es nun ein Statement von Jerome Boateng zu der Bayern-Absage, die er erhalten hat. Was er da genau sagte, das erfahrt er natürlich auch hier. Und es gibt auch was Neues zu João Palhinha, denn er wird wohl weiterhin das Transferziel Nummer 1 im Winter sein. Trotzdem gibt es da jetzt ein Mega-Problem, denn die Ablöse für Palhinha, die soll deutlich höher sein als noch im letzten Sommer. Das sind die Themen für heute, mehr dazu gleich. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Und schaut auch gerne auf meinem Instagram oder auf meinem Zweitkanal vorbei für noch mehr News. Aber damit kommen wir auch schon zum ersten Thema und das ist Asanway Daogo. Ich hoffe mal, ich spreche den Namen richtig aus, habe mir ein paar Videos angeguckt, aber er steht jetzt auf jeden Fall auf der Liste des FC Bayern Münchens. Ist natürlich auch ganz klar warum. Mit gerade mal 17 Jahren hat sich Way Daogo zum Stammspieler beim FC Schalke 04 entwickelt. Und nicht nur das, nein, er ist natürlich auch im Mittelfeld eine tragende Säule. Besonders beachtlich an der ganzen Entwicklung ist eben, dass Way Daogo erst im vergangenen Sommer in die U19 hochgezogen wurde. Also das ist wirklich erstaunlich, dass er jetzt schon so wichtig ist für das Team. Und das weckt natürlich die Begehrlichkeit auf dem gesamten Transfermarkt. Das weiß man, das ist eigentlich immer so. Laut dem Portal 90 Minuten sind unter anderem nicht nur der FC Bayern München an ihn dran, nein, auch Premier League Clubs sollen den 17-Jährigen jagen. FC Chelsea, Manchester City, Newcastle United, Brighton and Hove haben ihn auf dem Zettel und auch in Spanien hat Atletico Madrid sein Interesse angemeldet. In Frankreich gibt es auch Interessenten, also man muss wirklich sagen, Interessenten gibt es zuhauf und eins ist auch klar, wenn genug Ablöse bei rumkommt, dann wird er definitiv wohl auch den Verein verlassen dürfen und jetzt hat auch Florian Plettenberg schon berichtet, das wird wohl im Sommer 2024 der Fall sein. Und der FC Bayern München soll da jetzt sein Auge auf Way Daogo geworfen haben. Laut Sky soll es so sein, dass man an eine Verpflichtung in 2024 denkt. Man will das Ganze so machen, er ist halt der 17 Jahre alt, man würde ihn vermutlich fest verpflichten und anschließend direkt wieder ausleihen. Genau das soll eben der Plan der Bayern sein, um eben dem Spieler auch möglichst viel Spielpraxis zu ermöglichen. Way Daogo selbst, der ist vertraglich zwar noch bis 2027 an Schalke 04 gebunden, aber es soll jetzt wohl so sein, dass sein Ausbildungsvertrag sich auch automatisch in einen Profivertrag umwandelt und da soll eine Ausstiegsklausel enthalten sein. Und die soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen. Das ist dann natürlich die Top-Option, wie man den Spieler verpflichten könnte. Es gibt aber auch natürlich noch andere Interessenten in der Bundesliga, unter anderem Bayern 04 Leverkusen, der aktuell Tabellenerste, und RB Leipzig, wahrscheinlich auch eine sehr, sehr Top-Adresse für einen Spieler mit viel Potenzial, sind ebenfalls am 17-jährigen Nationalspieler interessiert. Aber wenn der FC Bayern München anklopft und dir so eine Perspektive bietet, du darfst fest zum Verein kommen, du kriegst nochmal eine Leihe zu einem vielleicht Bundesliga-Club, vielleicht auch ins Ausland, vielleicht auch weiterhin bei Schalke und kannst dich dann einfach bei einem anderen Club nochmal weiterentwickeln und weißt, danach wartet der große FC Bayern München auf dich. Das sind natürlich absolute Top-Bedingungen, um ein Talent zu sich zu holen. Beispielsweise Borussia Dortmund, denke ich, wäre für den Spieler keine Option. Er kommt halt einfach von Schalke und dann ist natürlich der Wechsel jetzt da zu Borussia Dortmund, obwohl das natürlich für Talente ein extrem attraktiver Club ist, eigentlich fast nicht denkbar. So, also der Plan, wie gesagt, das Ganze wurde jetzt von Sky aufgedeckt. Natürlich, ob da jetzt schon Gespräche im Hintergrund gelaufen sind oder nicht, das kann man aktuell einfach noch nicht abschätzen. Wenn es da was Neues gibt zu Way Daogo und dem FC Bayern München, dann erfahrt ihr das hier natürlich als erstes. Und dann kommen wir zu einem zweiten Thema und das ist tatsächlich Jerome Boateng. Denn Jerome Boateng, der hat sich jetzt, seitdem man ihn abgelehnt hat, jetzt erstmals zu der ganzen Thematik geäußert. Und er sieht das Ganze wohl gar nicht mal so eng. Das kann man jetzt schon mal festhalten. Trotzdem möchte ich euch nicht vorenthalten, was für ein Statement er hier gegeben hat. Wir alle kennen die Hintergrundsituation. Jerome Boateng, der hat beim FC Bayern München mittrainiert, tut das tatsächlich aktuell immer noch, um sich fit zu halten, um wieder Mannschaftstraining teilzunehmen. Das hat man ihm trotz der Absage, dass man ihn nicht verpflichten wird, quasi genehmigt. Und er hat sich bei den Bayern präsentiert. Man hat Probleme in der Abwehr gehabt. Thomas Tuchel hätte den Spieler wohl auch gerne gehabt. So hieß es jetzt natürlich aus diversen Quellen, dass es so war. Die Bayern-Bosse, die haben letztendlich ihren Riegel davor geschoben. Die Hintergrundgeschichte rund um das Strafverfahren wegen häuslicher Gewalt, was gegen ihn läuft, das soll wohl der ausschlaggebende Grund gewesen sein. Finde ich, habe ich jetzt schon öfter gesagt, eine richtige Entscheidung. Aber der Spieler selber ist natürlich trotzdem sehr enttäuscht von der Entscheidung. Das hat man schon rausgehört.
aber er hat sich jetzt auf Instagram zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, er bedankt sich beim FC Bayern München, dass ihm die Möglichkeit gegeben wurde, sich an der Säbener Straße beweisen zu dürfen. Und auch bei Thomas Tuchel, da hat er sich direkt bedankt für die Unterstützung und ihn im Team zu haben, fand er auch sehr, sehr schön. Natürlich auch ein paar Worte an die Fans, ein Dankeschön für alle Nachrichten und die Unterstützung in den letzten Tagen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, da gab es tatsächlich eher negative Kritik, als da jetzt groß konstruktiv was bei rumkam. Trotz der Absage aus München will Boateng tatsächlich weiter aufs Gas treten. Er will einen neuen Verein suchen. Er wird nach dem ganzen positiven Feedback, was er von den Bayern erhalten hat, zu seiner Fitness weiter hart trainieren und arbeiten, damit er wieder einen neuen Profivertrag bei einem vielleicht sogar Top-Club unterschreiben kann. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt rein sportlich betrachtet, eine wirkliche absolute Top-Mentalität. Genau so jemanden braucht man eigentlich in einem Team, aber was dann natürlich wegen der Körperverletzung, dem Gerichtsverfahren und so weiter noch mit anhängen würde, die ganzen Fanproteste, die es jetzt schon gab, das macht einfach eine Verpflichtung, gerade im Bereich Deutschland, für einen Spieler wie ihn sehr, sehr schwer, weil er halt einfach so eine ganze Menge an Paketen mitbringt. Das hat auf jeden Fall der Spieler gesagt. Was sagt ihr zu seinem Statement? Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann kommen wir zum letzten Thema. João Palhinha, er ist das Transferziel Nummer 1 des FC Bayern Münchens. Das war er im Sommer, das wird er jetzt auch im Winter wohl bleiben. Jetzt ist aber klar, nachdem er einen neuen langfristigen Vertrag bei Fulham unterschrieben hat, wird der Spieler wohl auch teurer. Lange hieß es, dass das nicht der Fall sein wird, aber das hat jetzt Fulham schon so ein bisschen durchblicken lassen. Man kann ihn verpflichten im Januar, das haben die Bayern wohl auch vor, aber man würde wahrscheinlich nicht mehr mit den zuvor festgelegten 60 Millionen Euro hinkommen. Denn Gerüchten zufolge, das berichtete damals der Daily Telegraph, ist es so gewesen, dass man sich zwischen 60 und 65 Millionen Euro inklusive Boni-Zahlungen getroffen hat. Man hat sich darauf geeinigt und in seinem neuen Vertrag ist auch keine Ausstiegsklausel oder sonst irgendwas hinterlegt. Jetzt soll es aber so sein, dass wohl der FC Fulham auf eine teurere Summe spekuliert, so schreibt es der Daily Telegraph. Wie hoch das jetzt sein wird, das wird konkret jetzt nicht bei dem Bericht gesagt. Man geht aber hier von mindestens mal 75 Millionen Euro aus, die Fulham hier aufrufen würde, inklusive aller Bonizahlungen, vielleicht sogar nur fix plus Bonizahlungen. Also eine ganze Menge. Bayern-CEO Christian Dresen, der hat sich ja auch schon zum ganzen Thema geäußert. Ein bisschen zurückhaltend, er sagte, dass das natürlich im Sommer ziemlich schlecht gelaufen ist und dass man jetzt, wenn das Transferfenster am 1. Januar aufgehen wird, dann sehr, sehr schnell handeln wird und nicht wieder auf dem letzten Drücker agieren möchte. Also man hat jetzt hier schon quasi so eine kleine Transferansage getätigt. Ja, man wird definitiv etwas tun. Man wird auch versuchen, so schnell wie möglich etwas zu tun. Aber man weiß natürlich noch nicht, ob es dann auch funktionieren wird. Das könnte also wieder, hört sich so an, als ob es vielleicht auch ein relativ mauer Transferwinter in München werden könnte. So zumindest deute ich jetzt mal diese Art Ansage hier von Jan-Christian Dresen. Wie seht ihr das ganze Thema? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.